So, Kinders. Was geht hier ab? Danke, Louis Bamaboni. Ich habe richtig schlecht gespielt, aber Geldmann hat sehr gut gespielt. Hat es mir sehr schwer gemacht. Deshalb... Oh ja, da müssen wir ein bisschen warten. Wir müssen ein bisschen Loser spielen lassen. Das geht zu weit schon. Young Ulrich gegen Fred. Dann kann man danach schon fast alles am Stream spielen. Spielen schon, ja. Das heißt danach wahrscheinlich Strauss, Lil Cruz gegen den Gewinner von den beiden. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Wer? Maxi und Niki? Ja. Ich glaube, das war schon. Ich wollte gerade sagen, die haben noch vor 20 Minuten schon gespielt. Wahrscheinlich spielen, haben die Friends gespielt und dann. Oder vielleicht das ist eine Kombination auf jeden Fall. Das wird ein Games einfach noch besser. Ja, du. Oder sie machen Handwarmer so. 30 Minuten. Nein, das passt. Hä? Ja, sie haben Zeit. Loser Bracket hängt hinterher. Oh. Oh, ist ich weiß nicht, welches Game das ist. Das ist das First Game? Oh. Oh, schön. Oh, oh das könnte sein. Luma ist so schlau. Da geht ein Ledge. Oh, die Decke. Oh, shit. Luma einfach Urgestein. Berliner Urgestein. Der war schon dabei, da war noch keiner dabei gefühlt. Der war schon dabei, damals, da haben sie noch in Schwarz-Weiß gespielt. Das stimmt. Das war früher das Mii. Ja. Das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Luma, einer der wirklich oldschooligsten Oldschool-Spieler der Welt. Mega schlau, zieht erstmal direkt einen Sword. Oh nein, schmeißt weg. Ich brauche das nicht. Er möchte das ein bisschen fairer gestalten. Aber interessant, die Counterpick-Choice. Luma's Peach auch wirklich insane. Für einige Matchups und einige Stages benutzt er manchmal Peach, weil er keinen Bock auf die Scheiße hat. Ich meine, er hat ja Peach auch irgendwie vor 50 Jahren oder so gesehen, glaube ich. Wahrscheinlich, ich glaube ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, er war immer chic auch, aber... Oh. Natürlich mag er es ziemlich gut gegen Peach, muss man sagen. Hat Dennis letzte Woche ganz schön oh mein Gott, wie viel... Was ist das? Kriegen wir jetzt noch eine Bombe? Oh mein Gott. Saturn ist da. Alter, Beamsword und Saturn. Oh mein Gott, Saturn in Dwarf Smash. In eine andere Galaxie. In eine andere Galaxie. Gekombot. Mario ist so gut, er hat selbst dieses Setup gegründet. Ja, für den raren Fall, dass es mal da passiert. Man kann die Oh, das Turnip trifft. Das ist, sind genau die Prozente, die nötig waren, um zu killen. Aber die Frage ist, hat er die Beamsword-Setups gemacht? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Vielleicht ja, und deswegen haben wir das Sword direkt weggeschmissen. Drop, ja. Oh mein Gott! Haluma positioniert sich immer so gut. Oh, schade. Fast. Oh! Wow, er covert so viel. Das ist ein Edgeguard. An die Ledge? Ah ja. Oh, das ist es. Der Kill. Wow, Luma. Narus hat irgendwas mit seinem Finger gemacht. In die Luft. Ist der Finger oben? Wird man nicht loben. Ja, er kommt hier noch nicht so ganz mit dem Style zurecht, glaube ich. Oh! Einfach charged. Ja. Es ist auch echt nicht einfach gegen Oldschool-Style. Vielleicht. Nächstes Mal sind zwei Games. Es ist wirklich nicht leicht, Oldschool-Style zu besiegen. Da muss man so ein bisschen... Aber Luma spielt auch trotzdem sehr modern, einige Sachen. Er hat auch gerade einen Stitch gehabt, ne? Es war gerade ein Stitch, was weggefallen ist. Es fehlt echt nur noch die Bombe. Ein Match... Oh, er wollte ihn... Oh, der umgedrehte Baller. Und natürlich killt das. Warum auch nicht? Oh, okay, okay. Nicht so. Deserved. Ich bin die Hard Luma Fan. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Das ist wie ein Triff-esque Down Smash. Er ist in seinem Kopf. Guckst er ist an, in seinem Kopf. Er liest ihn. Oh, wie geht's denn da? Oh! Oh, oh der Ballack. Oh! Grabs. Und? Shit, du mal mit dem Ballack-Emote. Oh! Und das, das ist es! Ja. Wow, 2-0 für den Luma. Mario ist hier heute der Local Charlottenburg Hero. On the edge von seinem letzten Losers Bracket Game eventuell. Und da kommt die Chic wieder, die rote Chic, Markenzeichen. Er hat ihn davon abgebracht. Die rote Chic. Die rote Chic. Ah. Die rote Schick und die sich Luma und die Loser immer gebettelt haben. Stimmt, ja. Und wer darf die rote spielen? Wirklich die aus den Archiven der Berliner Smash Community, wirklich der Kampf von zwei Schick-Giganten. Zwei wirklich deutschlandweit zu ihrer Zeit sehr gute Schicks. Auch international teilweise, Dusan in jedem Fall. Vor allen Dingen Dusan, aber auch Luma. Und einer, der halt nie hinkam. War er damals in Schick-Eis? Ja, aber Eis war gar nicht so oft da und da war schon ein Fox, als er wieder in Berlin war. Also das war so, wir hatten noch Imperfekt, aber wir hatten wirklich, das war wirklich Chica Town. Das war Kakariko Village einfach. Wir hatten irgendwie einen Fox, das ist ja der war, dann waren wir zwei Marv und der Rest war zwei Chic ja. Oh mein Gott, was für ein Movement. Even in Stocks, aber das geht schneller als man denkt bei den Prozenten. Ja, das ist der Stock. Ja, Berliner Geschichte. Marius kam dann irgendwann dazu, später. 2015, glaube ich, hat Marius so das erste Mal da Kontakt aufgenommen. War aus Greifswald. Sagt sich ja, Greifswald war nicht gut genug. Geht dann mal nach Berlin. Genau, hat dann bei uns viel gespielt. Wohnt mittlerweile jetzt nach mehreren Jahren. Überlegen wahrscheinlich. Wohnt jetzt hier. Oh mein Gott, was für eine Kombo. Oh, aber der Engel fast. Oh, schön. Schon ist wieder ausgeglichen. Das ist so even. Ja, Luma kann hier den Sack zumachen. So schlau. Einfach wirklich in Center Stage so eine F-Tilt. So gute Counter-Options. Ah, schade. Da sieht man dann den Oldschool-Style manchmal doch, dass man so nicht so genau weiß, wie man so Sachen, komische Side-Beast punishen soll, weil man es nicht geübt hat. Ist aber auch kein Thema, weil er braucht das nicht. Oh, das ist das doch. Oh, was? Warum hat er nicht einfach abzumischen? Ja, das hätte man gekillt wahrscheinlich. Ja. Aber das Jab Down Tilt F fair, auf das DI rein, auf den Down Tilt. Oh mein Gott, nein, nicht like this. Marius nicht wie das. Mann, er callt diesen nicht perfekten Ledge Stall aus. Oh, 15% durch Nadeln, das ist huge. Noch ein paar Nadeln, noch eine Aerial. Aber es ist außerhalb von Crouch Cancel Prozent. Super. Jetzt kann man ein bisschen eklig sein. Oh. Oh, Marius. Oh. Und Shield Grab, die nee, einfach, die war nicht gut und Shield, die war nicht safe. Ah. Das sollte kein F-Smash sein. Das war es wahrscheinlich. Erstes Game für Strawstream. Marius hier mit seinem ersten Computerspiel, das er gewinnt. Ist überhaupt irgendjemand da, Leute? Schreibt mal Berlin 13 Hype in Chat. Oder Berlin 13 Atze. Wenn ihr Subscriber seid. Wenn nicht, worauf wartet ihr? Twitch Prime von eurer Oma einfach nehmen und subscriben. Wir sind kurz vorm Payout, Leute. Gönnt uns. Ist das der erste Payout? Ich glaube nicht der erste. Wir haben schon, glaube ich, ein paar. Oh, damn, wir stacken. Geil, Berlin 1318 Chat. Und das, was für ein hübscher Mann, Berlin 13 Atze. Oh, was? Das ist der Stock. So schlau. Einfach droppen, rejump mehr. Catch den Rejump an die Ledge von Marius. Oh, aber das war auch schlau. Unter den, aber auch sehr schlau. Absolut. Unter den Needles durchgeslidet on die Ledge.
Und dann war Sheik ein bisschen zu lange im Lag von den Needles und dann war es vorbei. Oh, oh wow. Wow, wow. Oh, schon wieder. Oh. Oh nein. Oh, den Rejump gecallt. Marius kann aber perfekt an die Schwung spotten. Die Becker hittet strong. Das ist der Stock. Luma wirklich stark hier. Luma einfach immer noch eine Bank. Kann man nichts sagen. Immer noch geil. Crouch Cancel Battles. Luma war einer der ersten in Europa, die so. Oder beziehungsweise auch einer der ersten in Deutschland, die dann wirklich Crouch Canceling benutzt haben. Schon ganz früh. Und hat so auch von so Amsa gesagt Luma bekommen. Cancel. Luma Cancel. Da hast du von Amsa gesagt bekommen, dass er wie ein Holländer spielt. Also halt nicht wie ein deutsches Spiel, weil die deutschen Spieler damals wohl so sehr flashy, flashy, boom, boom. Pillar-Combo, dies, das. Oh mein Gott! Einfach in seinem Kopf. In seinem Kopf. Wow. Ja, das sah nach viel aus, waren aber irgendwie 15%. Aber war aber natürlich. War natürlich. Oh. Ja, das ist. Weiß nicht, was er mit diesem Absmash bewirken wollte. Oh, Dennis Emotes im Chat. Jenny P6 Aua. Jenny P6 Aua im Chat. Oh mein Gott. Holt Marius hier sein Game 5? Oh! Game 5. Alter! Das ist ein verdammt gutes Set. Das ist ein heftiges Set. Oh, wir haben auf der Loser-Seite Geldmann gegen Young Ulrich. Und das ist Top 8. In der nächsten Round. Das ist für den siebten, ne? Ja. Stacked. Richtig stacked. Naja, Niki wohnt halt hier. Was passiert, wenn alle guten Leute nach Berlin ziehen? Theoretisch müsste Mustafa eigentlich auch noch kommen. Theoretisch wäre Eis ja auch noch hier, aber der wohnt wieder in Berlin. Aber ich glaube. Ich glaube, er mag uns nicht. Ich glaube, der hat keinen Bock einfach auf sowas gerade. Ist auch in Ordnung. Wenn ich es geil finde. Wenn er mal vorbeikommt, dann wird die Competition natürlich bescheuert. Das wird einfach wirklich komplett bescheuert. Einfach Weekly, Niki, Mustafa, ich. Konsti, wenn er da ist, mein Gott. Ja, wer wäre noch da? Also, aber die, die jetzt da sind auch. Dennis Geldmann. Ja, das war natürlich das letzte Game, war wichtig. Jetzt gerade sieht es. Oh! Luma hat gesagt, ich will ein Bier trinken, Leute. Comeback. Es ist alles. Wow, dieser Grab war heftig. Oh. 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 Dash Attacks. Oh. Oh. Oh mein Gott. So fängt es an. Hamza. Ah. Er hat die Legend gegeben, hat die Legend geschenkt, er nimmt sie nicht. Oh, er nimmt die Legend nicht. Das ist es noch nicht. Er lebt noch. Eine Upsmash, eine Abwehr. Das, oh, Bollock! Bollock! Oh, das ist es. Oh Gott. Gut gespielt von beiden Spielern an dieser Stelle. Schade. Mein Hellblumer. Aber ein gutes Showing hier, nachdem er ewig lang überhaupt nicht den Controller in der Hand hatte und nicht mehr wusste, wie man Wave dasht. Dafür immer noch ein schlauer Spieler. Kann man einfach nichts sagen.